Was ist das? Das sind so Glasfasern, also letztendlich ist es Kunststoff, ne, aber Lichtleiter. Der Trick ist hier, die leiten natürlich auch Infrarotlicht. Also man kann die auch mit normalen Leuchtdiodenlicht da anspeisen. Die habe ich jetzt an bestimmten Stellen aufgeraut und überall da, wo sie aufgeraut sind, sondern die Licht ab. Das heißt, das ist sozusagen jetzt eine sehr filigrane Möglichkeit, auch wieder Leuchtpunkte auf die Gegenstände zu machen. Kollege, bitte hinaus mit dem Taschentuch in den experimentellen Raum. Werte Kollegin, Ihre zweite Hand empfehlen wir ebenfalls. Ja, okay. Genau. Was ein Output! Ja, wir konzentrieren uns ja bei den Experimenten jeweils nur auf ein Phänomen, wie jetzt hier zum Beispiel auf das Tambourin, während natürlich in der Seance vielfältige, unterschiedlichste Phänomene auftreten und diese einzelnen Phänomene nur einen ganz kleinen Teil von der ganzen Seance und deren Ablauf ausmachen. In der Regel dauert eine Seance ungefähr 3 Stunden mit knapp 20 Teilnehmern, viel Gesang, ohne störende Messaufbauten. Da hat man natürlich eine kraftvolle Energie im Raum. Oft beginnt es mit Lichtblitzen in der Dunkelheit. Hans, die Trance-Persönlichkeit, eröffnet mit einer Begrüßung den Abend, kommentiert dann im weiteren Verlauf das Geschehen oder schlägt Kontrollen im Rotlicht vor. Den Abschluss bilden oft Erscheinungen von Ektoplasma. Diese weißliche Substanz nimmt verschiedenste Formen an, kann eine Art Eigenleben entwickeln und mitunter zeigen sich sogar Gesichter von verstorbenen Angehörigen darin. Weitwinkel passt halt gerade alles drauf. Ja. Das ist ja alles. Oh nein, ich fühle mich wieder auf wie ein Idiot. Es kann alles rein. Wir